auf. Ja, hallöchen und einen wunderschönen guten Abend hier auf Classic Video Games Live. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, noch einen schönen dritten Advent Sonntagabend wünsche ich euch. Ja, passend zum weihnachtlichen Feeling habe ich gedacht, ich zeige euch heute mal ein Spiel, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also das hat schon was mit Weihnachten zu tun, glaube ich. Wenn man da so ein bisschen nachliest. Ich glaube, da wird ein Weihnachtsmann gekidnappt oder so. Bin mir nicht sicher. Es geht hier tatsächlich um James Pond hier heute. Wir haben da drei Teile insgesamt damals bekommen. Und zwar zwischen 1990 und 1993. Ja. Genau, und da gab es dann erstmal auf dem Amiga James Pond The Underwater Agent 1990, genau, von Millennium Software und Vectordine. Wobei ich nicht genau weiß, ob Vectordine nicht erst später dazu kam. Ich glaube, die haben da erst ab dem dritten Teil, glaube ich, erst mitgemischt, wie ich das verstanden habe. Ich glaube, Millennium Interactive hat sich das Ganze ausgedacht. Ja. Und James Pond ist tatsächlich eine Parodie zum weltbekannten James Bond. Und ja, Pond bedeutet allerdings auf Deutsch übersetzt Teich. Und das ist ganz witzig, wenn man dann sieht, wie der Protagonist aussieht. Das ist nämlich ein Fisch. Ja. Und er ist tatsächlich, dass man am Anfang im ersten Spiel muss man Fische im Meer retten und befreien und so weiter. Und auf verschiedenste Art und Weise. Ich zeige es euch gleich auf jeden Fall mal, wie das ausgesehen hat. Und ja, das war auf jeden Fall geil. Und es gab dann allerdings diesen zweiten Teil, James Bond 2, Codename Robocod nannte sich das. 1991 kam das. Und es wurde auch, weil der erste Teil war auch schon ganz bekannt. Lief gut an auf Amiga, Atari ST und Mega Drive. Tatsächlich am Anfang erst für den Amiga und dann portiert jeweils auf die anderen Systeme. Ja, James Pond 2 dann eben in dem Falle auch. Und ich glaube, das hat so richtig gut funktioniert. Das hat richtig gut geklappt. Das sah auch gut aus. Das hat eine tolle Jump and Run Engine gehabt und eine tolle Idee auch dahinter. Denn der Fisch, der hat sich nämlich dann in einen, ja, Roboteranzug, hat er sich angezogen. Ja, genau, einen Roboteranzug angezogen und da konnte er den Kopf ganz lang machen. Ja, aber das ist auch gleich, kann man das nochmal kurz sehen. Und dann gab es einen Spin-off 1992 und zwar dann auch mit James Pond, aber das war kein Jump'n'Run, sondern das war ein Sportspiel. Das war dann The Aquatic Games und das war dann so ein bisschen wie Track and Field. Nein, es war wie Track and Field, nicht ein bisschen, es war wie Track and Field. Man kam genauso ins Schwitzen oder Summer Games oder so. Ja. Und ich habe
eine Sache nicht verstanden. Es gibt auf dem am Mega Drive Rolo to the Rescue. Das Spiel kenne ich, aber ich weiß nicht, was das mit James Pond zu tun hat. Das habe ich hier in meiner Quelle gerade. Lese ich das? Ich müsste mir das Spiel noch mal anschauen. Ich blicke gerade nicht so richtig durch. Ja, und James Pond 3, das wollte ich heute tatsächlich auf dem Amiga zeigen. Auch unter anderem ja, kann ich aber nicht vom Amiga zeigen. Ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich an den an der Diskette, die ich da runtergeladen habe für den Emulator. Ich weiß nicht, es geht nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den auf AGA konfiguriert und es ist, klappt einfach nicht. Ich habe es eben probiert. Wir können es aber auf dem Mega Drive sehen, gab es das auf jeden Fall auch noch. Ist jetzt aber auch nicht so mega berühmt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich fand dieses James Bond 3 nie so cool, bin ich auch nie wirklich weit gekommen. Den ersten Level habe ich, glaube ich, noch nie wirklich geschafft, weil ich komme mit der Engine nicht klar. Das ist komplett anders als der zweite Teil, was ein bisschen schade ist. Also sie haben versucht, was Neues zu machen, was aber irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ja, kam dann aber auch noch für den Amiga, wie gesagt, Game Gear, Mega Drive und Super Nintendo. Ja. Aber James Bond 2, und das ist eigentlich der Grund, warum ich die Sendung heute machen möchte, oder machen wollte. Wir haben nämlich, oder ich bin mal vor einiger Zeit im Nintendo eShop, habe ich mal witzigerweise mal Amiga eingegeben. Und es gibt tatsächlich dann eine kleine Suchergebnis, ein paar Ergebnisse. Und ja, da war dann Gods dabei. Ich glaube, Gods habe ich hier schon mal gezeigt. Das ist, glaube ich, auch schon eine Weile her. Und ja, vor kurzem dann irgendwann mal James Bond 2 Codename Robocop als eine Remaster-Version. Ja, ein bisschen grafisch verschönert und eine höhere Auflösung, breiteres Bild, angepasst an 16:9 und so weiter. Super genial, fand ich genial. Und irgendwann war es im Angebot und dann habe ich mir das dann gekauft. Und das wollte ich dann auf jeden Fall heute auch zeigen, zum guten Schluss sozusagen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Amiga Zungen an, würde ich sagen. Und kann mich auf jeden Fall noch sehr gut an den ersten Teil erinnern. Lange gespielt habe ich das auch nicht. Mal sehen, wie weit wir jetzt darin kommen. So, den Amiga mal einschalten. Hier, klick, da ist er. Wahnsinn, ne? Erwartet. Sehnsüchtig auf eine Diskette. Ja, guten Abend erstmal an den Chat hier. Wutze Miki sehe ich. Roland DC und Schenki sind schon fleißig hier am Schreiben. Schönen guten Abend. Wie geht's euch eigentlich? Alles gut? Ich war jetzt einen Monat krank und bin es immer noch nicht so richtig fit. Ja, Ende November fing das an. Kurz nach der letzten Sendung, die ich hier gemacht habe mit PlayStation 2 und so. Eine Woche danach ging das bei mir los und seitdem nicht richtig mehr losgeworden. Es nervt ein wenig. Ja. Ich hoffe, euch geht's da besser. Genau. Steffi ist auch da, sehe ich. Zumindest als stiller Nutzer. Inerofin. Sehe ich zumindest in der Benutzerliste. Ich sehe euch alle. Ich sehe euch alle. So. Hab's schon hinter. Du hast es schon hinter dir. Ja, ist ja fantastisch. So, also, wir starten mal James Bond 1 auf dem Amiga. Maniac, guten Abend. Allerdings bei jedem Halskratzen bekomme ich gleich Panik. Naja, gut. Das ist halt so, ne? Nutzt nix. Ich finde, es ist seit Corona deutlich schlimmer alles. Diese Erkältungswellen sind schlimmer und halten länger. Ich find's grausam. Vor allem kriegst du es nicht weg.
Gute Besserung an alle. Ja, danke euch auch. Schön über Weihnachten, ne? Ganz toll. Aber letztes Jahr genau das Gleiche. Hab das dann zu Weihnachten so gerade weggekriegt. Und dann ging das dann nach Silvester wieder los. Kann mich noch gut entsinnen. So, ihr seht alles, ihr hört alles. Stream läuft. Sehe ich. Fehlerfrei bisher. Ja. Da geht's schon los mit der Parodie. Ja, MGM hatte das, glaube ich, damals veröffentlicht und das war ja, da war ja anstatt dem James Bond hier war ja der Löwe, ne? Da fing das schon an mit der Parodie. Ja, der Soundtrack von Richard Joseph. Unter anderem auch Soundtrack gemacht bei Magic Pockets auf dem Amiga, von den Bitmap Brothers damals veröffentlicht. Ja, ist derselbe Musiker. So, wenn Musik zu laut ist, einfach Bescheid geben, dann muss ich die ein bisschen leiser drehen. Ich denke aber, das müsste passen. So, ja, dann schauen wir uns das Game doch einfach mal an. Passt alles. Gut. Ja, ewig nicht gespielt. Deine erste Mission ist einfach. Tu die Schlüssel finden und tu sie alle befreien und ja. Und die ganzen Idioten alle einbubbeln und vernichten. Ja, ich habe es eben kurz angespielt. Ich weiß wieder, wie es geht. Ich musste echt kurz überlegen vorhin, wie war das eigentlich noch? Genau, und man kann dann auch diese kleinen Objekte auch einsammeln. So, Joystick runter, Knopf, nimmt den Schlüssel mit. Genau. Oh! Man kann ja in das Rohr wieder rein. Was hab ich wieso? Das habe ich vorhin nicht gemacht. Look for items. Hä? Ja, hier ist es. Das ist auch noch ganz witzig. Das erste, das ist eigentlich kein Jump and Run. Das ist ein. Ein Swim and Run. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So ein bisschen wie Echo. Echo the Dolphin, ne? Erinnert mich das so ein bisschen dran. So, hier werden die eingebubbelt. Ja, ich darf mich von dem Taucher nicht fangen lassen, glaube ich. Der Taucher will mich irgendwie, glaube ich, mitnehmen und sich in die Vitrine stellen oder so. Ich lasse die Schlüssel erstmal wieder liegen, weil die gehen mir alle auf Kekse. Genau. Ach so. Es läuft ja auch noch eine Zeit ab. Ach so, ich kann die Schlüssel. Kann ich so mitnehmen. Ja, toll. Was mache ich denn? Wieso hängt der da? Mission failed. Mensch, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war jetzt aber blöd. So sollte das nicht sein. Eben habe ich das cooler hingekriegt. Passiert aber auch. Was? Passiert aber auch nichts, wenn die Zeit rum ist, eventuell Bonuspunkte. Da kam ja eben dieser Typ in diesem Wrack und mit dem Hut. Das hat irgendwas damit zu tun, weil wenn die Zeit nämlich rum ist, dann geht der Typ nämlich auf den Keks. Und dann
Wenn der dich berührt, dann verlierst du deine Energie. Ach hey, weißt du was? Ihr wisst, wie ich heiße. Ist eigentlich wurscht, ne? Ja, das, weil der war nämlich vorhin nämlich nicht da. Pass auf, wir spielen das nochmal. So, weil links neben dem James Bond unten rechts ist nämlich die Energieanzeige. So. Und genau, links ist die Zeit. Klar. So, das ist James Bonds Zuhause. Das Rohr. Siehst du, die wollen einen nämlich wegangeln hier. Nix da. Lass mich, ich werde nicht hier zu Fischfutter. Oh, was ist das? Bonusrunde. Süß. Da war so ein Loch unten, ne? Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja, deswegen. Da war ein schwarzes Loch da links neben dem Käfig, ja. Ja, man kann auch bubbeln, wenn man einen Schlüssel in der Hand hat. So, jetzt ist das Exit open. Vorhin habe ich da irgendwie Mist gebaut. Achso, da war noch ein Schlüssel. Er ist auf jeden Fall abwechslungsreich, es gibt Bonuswelten. Ich dachte, ich weiß noch nicht, was dieses am Anfang mit dem Home zu tun hat. Ob man da irgendwas kaufen kann oder weiß ich nicht. So, hier ist jetzt. Hier ist total viel Müll. Radioaktiver Müll und du musst die Fische. Ich muss Fische finden und retten. Genau. Ah, da war auch wieder so eine Höhle. Yeah. Wieso verliere ich hier Energie? Ach so, ist die Energie wieder voll. So, die muss ich hier. Jetzt habe ich da so einen Fisch im Schlepptau. Das weiß ich noch nicht so genau, wo ich den hinbringen muss. Ich glaube, ich muss ihn irgendwo hinbringen. Nee. Da ist zu. Und was muss ich hier machen? Genau, und diese radioaktiven Fässer darf ich nicht drankommen. Sind auch überall diese Löcher. Hier ist ein P. P. Kann ich das sammeln? Nee. Schnell raus hier! Toll. Dreckig hier in dieser Höhle. Also, was die zwei da von mir wollen, weiß ich noch nicht. Schnell raus. Ah. Genau, und der nimmt mich mit. Aber cool finde ich das auch nicht, weil ich da keine Luft kriege, glaube ich. Ja, also ich habe den Sinn dieses Levels noch nicht so ganz verstanden. Ach, das war Energie.
Ah, da werden sie mutiert. Siehst du, hast du gerade gesehen? Der sah anders aus, der. Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Aber nimm mich mal mit hier. Weil dann kann ich nämlich da oben die Sachen auch noch mitnehmen. Genau. Da unten ist wieder Energie. Blub. Hier muss ich aufpassen. Das war vorhin eine Mine. Die bewegt da links. Ja. Hallöchen, Safi. Ey. Ja. Ey. Okay, das muss man auch wissen, dass man da nicht dran darf an dieses Vieh. Hier, komm. Keine Energie gegeben. Es gibt mir auch keine Energie. Hier ist ein Schloss auf dem Ausgang. Ey, meine Zähne. Nein. Time ist gut. Ah, der achso, damit wird die Zeit angehalten. Kurzzeitig. Nee, oder? Man weiß es nicht. Hier oben ist ein Zauberstab. Steckt der Block. Na. Hey. Game over. Ein Cheat. Okay. Ich bin im zweiten Level schon mal hinausgekommen. Das ist gut. Gut. Das sollte ja jetzt relativ schnell gehen, ne? Kann sein, dass die Farbe jetzt ein bisschen anders ist. Oder meine ich das nur? Achso, hier kann man auch raus. Genau. Hier gibt es auch noch coole Sachen. Man sollte die Sachen auch aufnehmen, ne? Ich weiß immer noch nicht, wofür das zu Hause ist. Ist auf jeden Fall die Titanic ist da hinten im Hintergrund, wie man sieht. Look for items. Ja, ich habe keine Ahnung. Look for items. Level Inside, wunderschönen guten Abend. Ich muss mich gerade hier etwas sputen. Ich lese gleich nur im Augenwinkel gesehen. Du schreibst, ja, wunderschönen dritten Advent. Da ist er. Aber wieso? Die Zeit ist noch nicht rum. Ich hab's noch nicht verstanden. Ja, ja, komm, mach mich sputen. Warum ist der jetzt da? Dieser komische Typ hier. Ja, Mission failed. Das war natürlich Mist. Ich weiß. Ich bin gefeuert. Oh. Zeit abgelaufen. Ja.
Ja. AQ. Ich heiße jetzt AQ. Q. Q. Kann auch Dr. No schreiben, ne? Nochmal. Jetzt habe ich die Sachen mal eingesammelt. Juhu. Na. Hier lang. Jetzt ist es offen. Wir sind eben nicht in den zweiten reingegangen. Wüsste gerne mal, was 3 ist. Nee, jetzt bin ich wieder in 2. Ich wollte doch in 3 rein. Egal. Ich muss die hilflosen Fische zu ihrem Zuhause bringen. So habe ich das jetzt verstanden. Englisch ist nicht so geil, aber ich glaube, dass ich da richtig bin. So, und der kommt ja jetzt mit, aber wo muss ich den hinbringen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall warten die da. Das ist schön. Sag mal, wieso explodiere ich die ganze Zeit? Extra. Und da ist schon so ein mutierter Fisch. Hier gibt es noch mehr von diesen Fischen. Komm mit. Wo sind der jetzt? Komm mit! Da kann ich immer nur einen mitnehmen. Anscheinend. Hier ist noch so ein Bär. So. Ist Zeit. Muss echt aufpassen. Hier sind komische Unterwasserpflanzen, wo man nicht weiß, warum die hier. Tolle Musik, ja, ich pack die auch. Ich habe mir gerade gedacht, ich glaube, ich habe es gar nicht im Radio. Den zweiten Teil, meine ich, hätte ich schon drin. Ich glaube, im Radio ist es der erste Teil, glaube ich, nicht drin. Muss ich echt mal gucken. Wer war's fürs Radio? Ja, ja. Hinten ist eine. Ey, sind der mich wieder mit? Ich will das doch gar nicht. Doch, nimm mich nochmal mit. Ach nee, mach das nicht. Ich muss aufpassen. Ich krieg da nämlich. An Super Frog erinnert dich das. Ja, so ein bisschen, ne?
Ja, ist allerdings keinerlei Gemeinsamkeiten, glaube ich, zumindest würde ich jetzt mal behaupten. Weil das war ja Team 17, ne? Team 17. Super Frog. Ich glaube, Millennium Software hatte nichts mit denen am Hut. Ja, hallo, Jungs. Ich hab. Ey, was hat denn? Cool. Aber ich gehe wieder hoch. Ich habe nicht genug Luft. Beziehungsweise Luft, keine Ahnung, Energie. So. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wo muss ich das? Wo muss ich die Viecher hinbringen? Ja, auch Musik zum Beispiel ist ja bei Super Frog von Alistair Brimble. Hier ist es Richard Joseph. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Becher. I love New York. Hat eben ist die Blase. Hatte bestimmt auch einen Grund. Ja, okay, das können wir ausprobieren. Da oben war auch eine Blase. Das muss ich austesten. Ja, nehme ich mal mit hier. Ja, aber ich komme da nicht drüber. Doch, kann ich. Aber hier kann ich nichts machen, Janky. Hier ist leider keine Ahnung. Da oben verrecke ich nur, weil ich da oben keine Luft kriege. Also irgendwie, das hat bestimmt einen Sinn hier, aber ich weiß noch nicht welchen. Habe ich meine Lizenz verloren. Okay, ein Lauf machen wir noch und ich versuche mal in das Rohr 3 zu tauchen. Im ersten Level. Mal gucken, was da passiert, was dann kommt. Da müsste ja eigentlich ein anderer Level kommen, würde ich jetzt behaupten. Oben ist auch noch. Wie süß. Und hier ist noch. Ah, ist egal. So, Rohr 3. Ich hab's getroffen. Fantastisch. Nicht immer so einfach. Vor allem natürlich auch, die Figur bewegt sich auch etwas, ich will nicht sagen komisch, aber entsprechend, ja, es ist halt unter Wasser, ne? Aha. Also hier müssen wir Bomben irgendwo hinsetzen, damit wir die Ölbohrstation ja, in die Luft sprengen.
Hier ist eine Bombe. Das ist gut. Bomben. Ey. Neopin, schon da. Achso, die darf ich nicht nehmen. Oh. Habe ich diesen Taucher gerade? Tatsächlich. Kann ich auch reinbubbeln. Nicht, was schwirrt mir da um die Nase rum? Hier ist Öl. Ha. Da ist dunkel. Ich sehe nichts. Ja, wie ich. Ich die denn jetzt in die Luft jagen? Okay, das Spiel ist mir ein Rätsel. Da gibt es bestimmt eine Anleitung. Und wenn man die Anleitung hatte, konnte man das Spiel wahrscheinlich spielen. Aber jetzt so gerade wüsste ich echt nicht, was ich hier machen soll. Ja, Neropin. 84, wie jede dir. Ja, ich bin kaputt. Ja, genau. Versuch mal die Löcher an der rechten Wand. Ja, keine Ahnung. Ging schon mal besser. Und dir? Ja, ging mir auch schon mal besser. Seit Ende November quasi dauerkrank. Kriegst du nicht weg. Scheiße. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt den ersten Teil auf jeden Fall gesehen und ich glaube, das Spiel machte auf jeden Fall damals einen recht gute Figur, hat glaube ich auch gute Kritiken erhalten und uns wäre ja auch nicht der zweite Teil gekommen. Und da haben sie sich echt was einfallen lassen, muss man ja echt sagen. So, ich muss eben gerade hier die Diskette wechseln. Du hast den zweiten Teil gesucht. Was heißt gesucht, Safi? Was meinst du mit gesucht? Gesuchtet. Ah. Okay, jetzt macht das Sinn. Okay, Steffi, dann muss ich meinen Bruder mal nachhaken. Ja, und mit dem bösen C, ja, ist halt eine Grippe. Eine schwere Grippe. Ja, was heißt schwer? Kommt drauf an, ne? Aber ist halt nicht so einfach, ja. Unter Umständen hält man das Ding ewig bei sich.
Ja, und hier haben wir Dr. Maybe. Dr. Maybe macht quasi Rabatz und er kidnappt Pinguine am Nordpol. Genau, und diese Pinguine müssen wir retten. Ja. Am Nordpol. Ja. Soundtrack auch mega mal wieder von Richard Joseph, ja. Und ich spiel's einfach mal. Mann. Genau, und hier finde ich halt cool, dass sie ihm diesen Anzug gegeben haben, ne? Genau. Und wie viele von euch haben das auch gemacht? Mal gucken, wie lang der werden kann. Ich habe da 5 Minuten gesessen. Ja, und du kannst es eigentlich in sozusagen endlos. Ja. Arctic Toys, Probe of Santa Claus. Ja. Ey. Hallo? Raziel. Woran denkst du schon wieder? Hm? Was soll das? Kann nichts dafür, dass der so lang wird. Genau, aber man kann sich jetzt hier hangeln. Ja, natürlich, das ist furchtbar, der Kerl, ne? Ehrlich. Nur Blödsinn. Was wäre ich? Ich habe doch gar nichts gesagt. Nee, nee. Wir haben das hier lila auf dunkelblau. Ja, genau. Habe ich. Das habe ich gesagt, da stehe ich auch zu. Das kann der nicht. Immer diese Mario-Anleihen. Aber dieses Rotenkopf-Fläschchen sollte ich wahrscheinlich nicht nehmen, ne? Brauche ich mich jetzt irgendwie nicht. Hä? Habe ich was zu tun demnächst? Da kann ich nochmal nachgucken, ob ich die Soundtracks aus den Spielen James Bond tatsächlich im Radio habe oder nicht. Also ich weiß den Titelsong. Hey, das ist aber jetzt doof, ne?
Was war das denn jetzt? Ich meine, du hast was von James Bond drin, bin mir aber nicht sicher. Ach so, im Radio. Ja. Nee, es ist drin. Ich weiß, also der zweite Teil ist auf jeden Fall drin. Das Titellied. Bei dem ersten bin ich mir nicht sicher. Hey, hallo. Ja, genau. Teilscreen. Also das mache ich jetzt aber nicht wieder, ne? Weil... Okay. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Was machst du denn da? Alle Sperren? Die schreiben doch gar nichts. Lass sie doch einfach drin. Weiß nicht, was das für Leute sind. Warte mal gerade. Bin hier gerade so schön. Das war mir klar. Er räumt Bots auf, ja. Weil die tun keinen Bad, oder? Von mir aus können die da botten. Okay, jetzt habe ich das Zeug aufgenommen. Ich glaube, das war uncool. Ja. Mhm. Da oben ist eine Glocke. Das Tisch Tennisschläger oder Bäume? Weil war das eigentlich gerade eben hier? Vrampi war auch da, ne? Namen Vrampi. Das ist zufällig. Du hast alle raus. Batz, batz. Ja, auf jeden Fall hat das Spiel ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Also, wie gesagt, dadurch, dass es am Nordpol... Achso, wir kommen erst raus, wenn ich alle Pinguine gefunden habe. Und jetzt fliege ich. Ah, cool. Komm. Ja. Was muss ich tun? Lass mal hier rein.
Das muss ich da. Kann ich da was mit machen? Nee. Was der Begriff Fliegefische neu definiert. Ja. Ah, ja, ich kann auch fliegen hier. Guck. Cool. Süß. Gott, ich habe das ewig nicht gezockt, ey. Ewig. Quatsch. Ja, das war natürlich jetzt nicht so cool. Und im Discord bei uns wird auch wieder fleißig gechattet. Die sollen hier zugucken. Ja, so scheiße wie ich spiele, das will man auch gar nicht sehen. Ey, Exit ist offen. Komm ich da ran? Ja. Nein! Schatz. Und wie geht das? Ach nee. Warte. Spielen. Und. Ja. Je. Yeah. Hey. Also die Songs habe ich definitiv nicht im Radio, das wüsste ich. Geil. Na! Okay, pass auf. Nee, das geht nicht, weil wenn ich jetzt den Hals lang mache, dann treffen die mich und dann verliere ich Energie. Ja, ich freue mich gleich schon, das Remaster zu zeigen von dem zweiten Teil. Freue ich mich drauf, aber wir zeigen auf jeden Fall noch kurz das Spin-Off. Oh, Exit leuchtet schon. Trifft mich jetzt, ne? Ja, ja, siehst du. Muss man so ein bisschen. Der Vorteil dann an diesem Remaster von Teil 2 ist tatsächlich die größere Level-Einsicht. Also du hast einen größeren Ausschnitt des Levels. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ja, wir gehen mal einfach hier rüber. Da ist noch eine Platte. Oh. Rum. du hast einen größeren Level-Ausschnitt und dadurch. Ja, hier tappt man so ein bisschen jetzt im Dunkeln, ne? Wo muss man jetzt hin? Hier musst du ein bisschen exploren. Was schön ist, es gibt keine Zeit, die davonläuft. Man hat in Ruhe Zeit, hier sich umzugucken. Wenn ich da so Konkurrenzprodukte, ich sag jetzt mal, nicht wirklich Konkurrenz, aber er hat mich bei Turrican auch immer mega gestört. Weißt du, Riesenlevel, aber keine Zeit. Sich den Kram alles anzugucken und zu schauen, wo sind extra Leben. Du musstest schon 300 Millionen Mal spielen, um die Stellen herauszufinden, wo man rumlaufen kann, um Punkte zu kriegen. Na? Kann man sich da nicht dran festhalten? Nee, kann man nicht. Ich dachte, das geht.
Schön, wenn man auf diesem... Ja, das ist doch Mist. Wie geht das denn jetzt? Aha. Dann wäre Mario Wonder was für dich. Kein Zeitlimit und Leben sind auch egal. Das ist super. Ja. Zeitlimit auch bei Mario immer mal ganz furchtbar gewesen. Obwohl Leben egal war ja schon bei New Super Mario Bros. Deluxe, ne? Das hatten sie da ja auch schon. Das ist eigentlich Wurst, wie oft du da kaputt gehst. Ist mir zumindest so aufgefallen. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Rum. Ja, das ist... Wumm. Ach, mal, hier gibt es einen Zug. Wie süß. Quatsch. Ja, da musstest du aber, glaube ich, immer bis zum Speicherpunkt, damit die Welt gesaved wird, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Klar. Hier habe ich noch was gefunden. Hier war ich noch nicht, siehste. Achso. Kannst du mir mal zeigen? Bisher nur kurze Videos gesehen auf YouTube. Sah auf jeden Fall cool aus. Okay. Also ich bin hier, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Bumm. Aber es muss ja irgendwie oben rum lang gehen. Ich glaube hier. Oh nein, das darf doch nicht sein. Du warst da richtig, ganz links oben auf dem Podest. Ja, und dann? Ah, hier. Auf sowas habe ich gewartet. Dann halslang nach oben. Aber ich glaube, ich habe hier auch schon was entdeckt. Jetzt hier bin ich auf jeden Fall schon mal wieder ein Stückchen weiter. Man hat das Spiel sogar noch für den Amiga CD32 rausgebracht und ich glaube, das hat man dann sogar noch optisch ein bisschen verschönert, da wir ja am Amiga CD32 ja mit mehr Farben arbeiten können, hat man das Spiel dann optisch etwas aufwerten können. Ich glaube, hier muss ich rein. Fantastisch. Dadurch wirkt es dann etwas bunter.
Hier ist es jetzt in dem Falle aber nicht die AGA-Version, sondern die OCS bzw. ECS-Version. Hier, da. Na, toll. Ey. Ma. Okay, Game Over. Ja, ihr habt's gesehen. Ja, munter in Erinnerung. Genau, das weiß ich aber nicht, ob wir das damals tatsächlich mal in AGA gespielt haben. Mann. Noch bunter. Er sieht schon gut aus. Er sieht auf jeden Fall schon gut aus für Amiga 500. Definitiv. Dr. Maybe will Roosevelt. Oh. Oh, guck mal. Sie nehmen mich mit. Süß. Ja, Leute, wollen wir uns noch die Spin-Offs, das Spin-Off angucken? Zu James Bond, und zwar die Aquatic Games. Beziehungsweise Teil 3. Oder wollen wir gleich zum Remaster gehen von Teil 2? Was haltet ihr davon? Was sollen wir tun? Unbedingt. Unbedingt was? Das Spin-Off oder unbedingt das Remaster? Gern in der Reihe weitermachen. Also Teil 3, was wir dann 1993 auf dem Mega Drive zum Beispiel auch gab es das dann. Ich habe jetzt die Amiga-Version nicht ans Laufen gekriegt. Aquatic Games, glaube ich, kam so dazwischen. Also zwischen diesem Spiel und Teil 3 kamen dann die Aquatic Games dazwischen. Das habe ich leider nicht ganz rausfinden können, wann jetzt Aquatic Games rausgekommen ist. '92. Ja, genau, habe ich recht. Ja, '92 waren die Aquatic Games und ein Jahr später dann James Bond 3. Ja. Genau, und 91 war dann James Bond 2. Und das ist echt krass. Ich wusste gar nicht, dass es das auch noch für den Archon Archimedes gab und Atari ST, C64 sogar, Game Boy, Game Boy Advance, noch nie gesehen. Dafür. Game Gear, ja, kann sein, dass mir das schon mal aufgefallen ist. Ich weiß, wenn es haben, tue ich es nicht, aber und für den DS wurde es sogar mal umgesetzt. PlayStation 2. Ja, Nintendo Switch. Okay, da kommen wir ja gleich zu. Genau. Aquatic Games. Ja, Aquatic Games ist im Prinzip ein Track and Field mit James Bond Figuren. Im James Bond Welt. Ja, machen wir einfach. Ich habe das auch schon vorbereitet, weil ich befürchtet habe, dass ihr das sehen wollt. Ja, um Super Nintendo haben wir das auch gespielt und auf dem Mega Drive gab es das auch. Ja. Das war schon Vector Dean.
Genau wie Teil 3. Teil 1 und 2 hatte Vectordin noch nichts damit zu tun. Ich glaube, dass Millennium Software das später an Vectordin übergeben hat. Oder dass die das gekauft haben. Vielleicht die Marke, ne? James Bond. Dass sie das gekauft haben und dann noch einen dritten Teil reingeholt haben. Der aber meines Erachtens, ja, nicht so cool ist. Ich zeige ihn euch später. Ja. Genau, und wir machen jetzt einfach das Workout. Also hier ist ein Training. Und hier können wir jetzt einen 100 Meter Lauf, einen 100 Meter Splash. So, jetzt aber. Ich hab. Ja. Ja. So, war das gut? Ich glaube, das war okay. So, was haben wir noch? Achso, ich glaube, die dürfen nicht wach werden. Ja, das war nix. Sind alle abgehauen. Ja, war nicht so cool. Okay. Machen wir noch einmal. Ja, wir bleiben einfach so stehen. Nein. Ich muss die Bälle einfach aus dem Bild kicken, glaube ich. Ich glaube, das ist der Trick. Der PlayStation mit Track and Field, ja. Ah, hör mir auf, ey. Wenn ich dran denke, kriege ich jetzt schon wieder Muskelkater. Aber wir haben tatsächlich, habe ich mich letztens nochmal dahin versetzt gefühlt. Wir haben Super Mario Party Superstars auf der Switch gespielt und da gab es auch eine Stelle. Da musste man ganz schnell einen Knopf drücken. In irgendeinem Minispiel oder ich weiß nicht, wie das war. Und, ja. Ich wusste noch genau, wie ich den Knopf drücken musste, damit ich den Zitterfinger zusammenkriege. Das war so geil. Ja. Ich hab da früher Leute, die haben den Feuerzeugtrick benutzt. Und haben sich dann eine Kerbe mit dem Feuerzeug ins Joypad reingefräst, damit sie dann hin und her über die Knöpfe sausen konnten mit dem Feuerzeug. Da gab es ganz verrückte Leute. Ja. Was muss ich jetzt hier machen? Ach so, auch wieder laufen. Das haben wir aber auch nicht mit Feuerzeug gemacht, das wollten wir gar nicht, weil wir unsere Joypads nicht kaputt machen wollten. So kann ich mich entsinnen. Achso, da muss ich drücken. Ah, okay. Ah. Achso, anderer Knopf. Oh, was scheiße. Ja. Und jetzt? Ach so. Okay, so geht's nicht. Da muss man auch wissen, wie das funktioniert, ne? Da gibt das Training, das ist gut. Uh-huh.
Ja, das war klar. Hol dir doch den Fuß auf, ey. Wie geht das? Irgendwas muss ich ja machen. Ja, Shanky, du kannst dir ja Track and Field, ne? Track and Field. So, hier gibt es Trampoline, glaube ich. War noch Trampoline hier, oder? Okay, das habe ich auch noch nicht raus. Also irgendwas muss man da machen, irgendwelche Verrenkungen mit dem Joystick, keine Ahnung. Ich habe das auch nie lange gezockt. Weil es war anstrengend. Okay, da kannst du irgendwelche Pirouetten machen. Hast du da wahrscheinlich Punkte für. Ja, Leute. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Bin nicht mehr auf Facebook. Cool, ne? Und ich vermisse es überhaupt nicht. Weil Facebook ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Und ich habe gesagt, du wirst auch auf dem Handy, wirst du auch, kriegst du jeden übernächsten Post immer Werbung reingedrückt. Da musst du bezahlen, wenn du es ohne willst. Weiß ich nicht. Also so cool ist es dann auch nicht mehr. Und ich finde es auch unübersichtlich und... Ganz ehrlich, da nutze ich lieber unseren Discord. Also was ich hier mache, weiß ich nicht. Es funktioniert nicht. Ja, da nutze ich lieber unseren Discord. Ich finde, der ist sehr, sehr gut im Laufen. Und ich muss auch dabei sagen, klar, wir haben natürlich eine gute Zeit gehabt auf Facebook. In den Anfängen vor 10 Jahren tatsächlich habe ich da... Was? 10 Jahre? Und das ist, glaube ich, noch länger her. Ich glaube 2010 war das oder 11 habe ich mich da angemeldet und ja, das war eine andere Zeit. Ich habe natürlich, muss auch dazu sagen, auch viele Leute auch dann über Facebook auch kennengelernt und war, ich will die Zeit auch nicht vermissen, also nicht rauslöschen aus meinen Gedanken oder so, aber das ist einfach heute, weiß ich nicht. Ich bin froh, also über Discord bin ich wirklich froh, das funktioniert sehr gut und das ist eine tolle Sache und es ist, so kann ich mich konzentrieren tatsächlich auf das, was wir hier schreiben und nicht auch noch 1000 andere Gruppen und klar, das könntest du bei Discord auch machen, hast 1000 Server da noch, aber das will ich gar nicht, ne? So kann ich überall gleichzeitig sein, das funktioniert sowieso nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich habe mich da jetzt abgemeldet Anfang Dezember und ich bin auch, dann habe ich mir dies auf dem Handy auch tatsächlich auch rausgemacht, also nicht rauslöschen geht ja nicht, aber zumindest stumm gemacht und alle Daten gelöscht und ach, keine Ahnung. Alles cool. Ich vermisse es nicht. Ich gehe jetzt wieder auf Facebook gehen oder so. Nö. Was ich aber tatsächlich trotzdem wieder. Ich gehe wieder ein bisschen back to basic. Weil, trotz Facebook und so, müsst ihr euch mal vorstellen, sind ja die Foren immer noch da. Da, wo ich ja mal auch mal mit angefangen habe. Foren, wie heißen sie? Forum 64, Circuit Board, Cult Boy. Keine Ahnung. Ich
habe da so ein paar Foren gespeichert. Die sind tatsächlich, haben die das überlebt, diese Facebook-Gedöns? Verein für Computer, ach ja, hier, das Arcade-Zentrum hier vom North und so. Ja, alles noch da. Sich wieder mehr dahin bewegen. Das ist etwas einfacher. Ich will nicht sagen einfacher, anders. Ist anders. Ist einfach anders. Ja. Ja, Schenki, danke. Ja, das ist, ich denke, auch so ein bisschen natürlich den Nutzern zu, also ist auch ein bisschen so passiert, dass die Nutzer halt auch gesagt haben, hey, wäre doch eigentlich cool, wenn wir noch bestimmte Unterkategorien hätten, wo wir drin schreiben können. Ist auch gerade im Moment, wird auch in Emulation, FPGA, Repros aktiv geschrieben. Finde ich cool, dass das auch angenommen wird und auch tatsächlich auch so gelebt wird. Es liegt natürlich auch ein bisschen immer an den Nutzern. Ich muss da Gott sei Dank nicht großartig was zu sagen. Das klappt an und für sich ganz gut. War in den Anfängen, brauchte ich das auch gar nicht. Da haben wir einfach gechattet und dann hatte ich noch Klavikon, Videostream, Webradio fertig. Ja. Aber das hat sich gut etabliert. Ja. Ja, wenn man noch andere Hobbys und Interessen hat, ich sag ja, das kommt immer darauf an, wie man vielleicht Facebook nutzt. Ja, also mir reicht es. Mir reicht das so und der dritte Teil. Der dritte Teil ist auf dem Mega Drive nur für mich hier heute zu zeigen, weil wir weil das nicht startet. Also ich habe den RetroArch hier schon laufen und wir gehen jetzt hier auf Mainstream, warte. Nee, Konsole, da. Genau. Da läuft auch die Switch. Die will ich aber gar nicht zeigen erstmal. Grabber, da. Und warum ist der Mega Drive Emulator nicht zu sehen? Da ist er. So, Leute, ich lasse euch mal kurz damit alleine und bin gleich wieder da. Ein kurzer Break.
So Leute, da bin ich wieder. So, ich hoffe, das Gedudel nervt nicht. Ja, ist ja relativ leise im Hintergrund. Du hättest dir letztens einen Kanal für Musik gewünscht bei uns im Discord. Auch Classic Video Games. Normale Musik. Ist natürlich dann jetzt so ein relativ normales Thema. Ist natürlich die Frage, ob es da nicht vielleicht eher dann Discord-Server gibt mit dem Thema. Ups. So, das war der dritte Teil von Vector Dean allerdings. So, und durch dieses Spiel habe ich noch nicht wirklich durchgeblickt. Also, muss mal gucken. Pick up, drop, use fire. Okay. Speed up. Ah, man kann Anlauf nehmen. Ich muss mal gerade an meinem Fenster was ändern. Ich sehe nicht alles. Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. Hat sich das hier was verschoben? Ist aber nicht schlimm, ne? Nein, nein, natürlich, man will nicht auf zig Server sein. Wenn jetzt aber natürlich das Thema Musik einen aber doch persönlich selbst stark triggert, dann würde ich das vielleicht schon machen. Das ist ja das, was ich jetzt eben, was der Maniac ja auch sagt. Er hat noch andere Hobbys und deswegen bleibt er bei Facebook. Wenn einem aber Facebook selber auf den Zeiger geht, dann ist dann natürlich die Frage, ob man nicht vielleicht doch sich dann einen Server sucht mit dem Thema, was ihn noch interessiert. Dann hat man es zumindest gebündelt in Discord. Und was ich an Discord halt geil finde, ist, dass die App auch so cool ist. Ja, dass die App so cool ist und die Facebook-App gefällt mir ja überhaupt nicht. Ich finde, einfach ein Gesprächsverlauf einfach durchzulesen, ist einfach irgendwie, das nervt mich total. So, aber hier im Discord ist es schön frei, offen, nicht überladen. Man kann sich das ja auch optisch auch ein bisschen selber so einstellen, wie man es haben will. Jeder für sich. Ich weiß nicht. Facebook hatte seine Zeit und ich sehe sie nicht mehr. Und ich fand es cool, dass dann einige dann doch gesagt haben, okay, du bist hier nicht mehr auf Facebook, dann kommen wir bei dir in Discord rein. Fand ich halt auch geil. Danke auch dafür, ne? Ich weiß, Papa hat wieder Skype. Habe ich gesehen. Sehr gut. So. Ja, also wie gesagt, durch dieses Spiel blicke ich noch nicht so richtig durch. Was mache ich hier? Okay. Start drücken muss ich. Good luck, Pond. Garten auf Edam. Garten auf Edam. Ist das Käse? Edammer. Institutionen, wie zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Astronomie, die keinen Discord haben, da ist das für mich tatsächlich sinnvoll, auf Facebook zu bleiben, da ich dann dort Infos von Scheinterminen euch gerne bekomme. Ja, okay, das ist dann so, ja. Hatte die Schnauze voll, hab Windows 11 neu installiert bei denen. Ja, ich dachte, das hättest du schon gemacht. Was hatte ich jetzt gedacht? Ja, also Käse. Also hier ist irgendwie Käse. Käsespiel. So, man kann irgendwie Anlauf nehmen. Das ist, ich glaube, die haben sich bei Aquatic Games so ein bisschen
Man kann jetzt auch irgendwie auf dem Kopf laufen. Und jetzt ganz schnell. Vollgas, jawohl. Ah. Also wenn ich A, ist ja Mega Drive, ne? A gedrückt halte, dann kann man ganz schnell laufen. Fischroulette. Ja, genau. Ui. Erne. Ja. Sehr flüssiges Scrolling, muss ich allerdings sagen. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht gut aus. Aber da war das Mega Drive ja auch bekannt für schnelles, butterweiches Scrolling. Genau. Und mit Speed-Up-Taste, hier kämst du den Berg gar nicht hoch. Das habe ich vorhin nämlich probiert. Da wusste ich gar nicht, komme ich denn da jetzt hin? Das erinnert mich an Wonder Dog. Da gibt es auch so einen Käseplaneten. So. Boah, Wonder Dog. Schon ewig her, ey. Auch ein typisches Amiga-Spiel, was es auch, glaube ich, dann nur auf dem Amiga gab. Was ist das? This is no ordinary exit pond. It is one of Mavis communication beacons. Detective deactivated before continuing with your mission. Okay. Wie mache ich das? Was? Double the Grog Rations and keep in arm lock. Okay, aber was ich jetzt hier machen muss? Ah! Boxen kann ich! Ah! Und wegen Scrolling. Nemesis war aber grottig, oder wie das auch immer hieß. Nemesis? Gab's Nemesis fürs Mega Drive? Das Nemesis ist ja auch ein recht altes Shoot'em'up. Das, glaube ich, war sogar auf dem Automaten nicht ganz flüssig. Ich habe das ja letztens auf der Switch gespielt, im Arcade, Konami Arcade Collection, da ist das mit drauf. Irgendein Side-Scrolling-Shoot'em'up. Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, wie es programmiert ist, ne? Da Mega Drive ist ja nicht automatisch perfektes Scrolling. Das ist, hängt natürlich auch immer von den Programmierern ab. Aber möglich war es, wenn man wusste, wie. Ne? Guten Abend. His name is Pond. James Pond. Yes, well. Guten Abend, Adler TL. Boah, ich bin über den ersten Level hinaus. Ich breche ab. Im Osten von Edam. Ja. Ich hätte es gern auf dem Amiga gesehen, weil es ich nämlich gelesen habe, dass das dort in einer AGA-Version drin ist. Das ist es natürlich jetzt hier auf dem Mega Drive nicht. Das Mega Drive hat ja da farblich etwas. Ist da etwas schwächer als der Amiga in der AGA. So. Essen war ja auch gut vom Scrolling her. Ja. Und war aber auch
nicht unbedingt immer Standard. Ne? Also dieses butterweiche Scrolling, was wir jetzt hier haben, siehst du auch nicht bei jedem Super NES-Spiel. Ne? Das liegt ein bisschen auch an der Chip-Zusammenstellung in der Konsole. Ey, hallo, wie boxe ich denn? Ja, da natürlich, ich glaube auch, der Edama ist hier, der wird hier geboren. Also das ist echt von der Steuerung her echt ein bisschen knifflig. Kann die Steine aufheben und auch werfen. Okay. Ja, Block ist natürlich, erinnere ich mich auch dran, könnte ich jetzt aber gar nicht sagen. Aber Block war natürlich auch seinerzeit auch ein gutes... Ach ja, hier, guck. Also, wenn du Käse hast, da kannst du drauf rumrennen. Ah, da. Aua. Schon wieder im Eimer hier. Ja, ein bisschen schade, dass man hier eigentlich gar nicht mehr so sieht, dass das ein Fisch ist, ne? Er hat jetzt Schuhe an. Hat keine Flosse mehr. Es ist vielleicht ein ganz nettes Spielchen, wenn man sich da jetzt vielleicht ein bisschen mit auseinandersetzt. Ich finde es etwas holprig. Es ist ein bisschen schwierig. Probier das nochmal. Da kann man segeln, cool. Das ist schön. Coole Idee. Und der Käse ist zum Essen. Nee, zum Rumwerfen. Da war gerade die Stange Dynamit. Yay, ein Klingelsack. Jawohl. Und noch einer. Aha. Ja, vielleicht finden wir noch mehr. Ey. Ah, ey, also ich finde das echt schwierig. Bist du was für Jesus? Oh Mann.
Oh, das ist echt Joystick-Akrobatik, was die hier von mir verlangen. Ja, war schon im ersten Level. Ja, da habe ich heute Raiden 3 gestern Abend. Ich gucke im eShop auf der Switch und ich hatte schon längere Zeit im Warenkorb, nee, nicht im Warenkorb, im Wunschzettel hatte ich Raiden 3 Mikado Maniacs in der Liste gehabt und jetzt war es im Angebot und dann dachte ich auch, okay, holst es jetzt. Und dann habe ich das gespielt heute hier auf dem Fernseher hochkant und es war auf normal eingestellt und ich habe gedacht, okay, lass es mal, versuch's du mal gucken. Ich hatte es befürchtet, dass das ein Fehler war. Da kamen mir die ganzen Projektile auf mich zugeschossen. So schnell konntest du gar nicht gucken. Ich denke, wer soll denn das auf normal spielen? Das ist ja, also für mich nicht. Okay. Ah, man kann im Pause-Modus den Level von vorne beginnen. Aha, das wusste ich ja jetzt auch nicht. Tschüss. Steinchen nehmen und weg. Süß. Wofür der Stern ins Jude ist, weiß ich aber auch noch nicht. Ey! Ich schmeiß einfach ein Bömmchen. Ich schmeiß dich mit Steinen. Ganz einfach. Der geht mit dem Stein zur Bombardierung. Ah, der Stern ist ein weiteres. Energie, also Energie oben. Die Fische oben links sind mein Energielevel. Genau. Okay.
habe ja gedacht, 100 Monde geben vielleicht auch ein Leben, aber das sah jetzt vorhin nicht so aus, ne? Nicht wieder da unten rein donnern. Wie viel habe ich vorhin schon gemacht? Ach so, jetzt muss ich hier hochlaufen. Ja. So. Wie kann man nicht mit dem Sprung Hüpfsprung? Es sind keine Bananen, nein. Ich vermute, es sind Monde. Es können auch gerne Bananen sein, also an mir soll das nicht liegen. Von mir aus sind das auch gerne Bananen. Sag mal, dieser kleine Bär, ne? Ist mir gerade echt unsympathisch. Leute, ich finde das von der Steuerung, spielt es mal. Also spielt es mal, ich finde es von der Steuerung her sehr. Ah. Es ist zu schnell. Es ist zu flüssig, zu schnell. Das sieht zwar toll aus, dass das so flüssig läuft, aber ich habe den Eindruck, es ist zu schnell. Und wenn du dann auch die Gegner sind so klein und dann springst du daneben und dann ist dadurch, dass er so schnell sich bewegt und läuft und so ein bisschen lippig, ich weiß nicht. Ist nicht ideal. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch die Switch-Version an, ne? Genau. Und die wartet schon. Sehnsüchtig. So, den machen wir erstmal aus hier. Haha. Ja, der Tino Mania hat sich dann jetzt schon mal für die Convention vorgemerkt. Sehr cool. Ja, für den 20.04. Ja, denkt an die Convention am 20.04., wenn ihr kommen möchtet. Gerne. Gerne auch mit Hardware. Und er bringt allerdings keine Hardware mit, sondern Kuchen und Snacks. Und er bringt auch noch jemanden mit. Das ist ja sehr schön. Freue ich mich. So, wir wollen die Switch. Machen. So, muss ich mir aber noch etwas basteln, damit ich das hier im großen Bild sehe. Fenstermodus. Genau. So, wo sind meine Gruppen? Ja. James Pond Robocop. Ja. Sehr cool, den Soundtrack auch übernommen.
Ah, man kann das auf Deutsch. Das ist ja cool. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Den zweiten Teil könnt ihr euch sicher noch erinnern. So, Namen eingeben. Machen wir doch. Zur besseren Kennzeichnung, Wiedererkennung. Was mich wundert, dass sie jetzt nicht hier, dass man nicht den Touchscreen nutzen kann, der Switch. Aber so geht's auch. Ich hoffe, ich kriege meinen Namen überhaupt da rein. Den kriege ich natürlich nicht da rein, das war mir klar. Egal. So, und jetzt erinnert mich das auf jeden Fall schon ein bisschen mehr an die CD32-Fassung. Schön, wie es schneit. Na, meinst du? Ja, das ist jetzt schon eher die Amiga CD32 Fassung. Ja, das stimmt. Es ist gut möglich, dass wir das damals auch dafür hatten. Also wir hatten ja einige CD32 Spiele. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch dabei war. Müsste mal gucken, ich habe mir noch eine Spindel gebrannte für den CD32. Ich weiß gar nicht, ob das dabei ist. Muss ich mal schauen. Da. Also ich muss jetzt auch sagen, diesen Level habe ich jetzt nicht erkannt. Da waren wir vorhin nicht drin. Entweder ist das jetzt anders oder... Also. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder cool, wie so Amiga-Titel plötzlich in neuer, überarbeiteter Fassung dann plötzlich in den Tops auftauchen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so bei Amiga und C64 und so, das vergisst man irgendwie, dass das eigentlich eine ganz wichtige Phase war, in denen Computerspiele oder Videospiele oder sich das Videospiel auch entwickelt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so Dokumentationen auch schaut, so die Heimcomputer-Szene, die wird, ja, die erwähnt man eigentlich gar nicht. Es gibt immer nur die Consoleros, also sprich die Großen wie Nintendo und Sega. Und das war's, ne? Aber von Commodore zum Beispiel spricht keiner eigentlich. Und ich finde aber, dass viele Firmen aber auf dem Amiga aber groß geworden sind,
und sich von dort aus entwickelt haben. Und das sollte nicht vergessen werden. Aber ich finde, da haben Factor 5 tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen auch vielleicht auch ein Statement gesetzt. Ich glaube, die waren die ersten, die ein Amiga-Spiel aber tatsächlich auch so, wie es dann auch war, ne? So wie es auf dem Amiga war, ne? Turrican in dem Falle. Das ist ja dann auch tatsächlich ja auf der Switch ja oder auf den anderen Konsolen ja auch erschienen und ich weiß nicht, ob es die ersten waren, die ein Amiga-Spiel portiert haben, beziehungsweise vielleicht als Emulator auch dann veröffentlicht haben, so dass man die Möglichkeit hat, das Spiel überhaupt ohne Amiga, ohne echten Amiga überhaupt noch mal spielen zu können. Finde ich eine super Sache und habe mir damals auch gleich dieses Flashback auch geholt und habe es auch gespielt und bin auch unheimlich fasziniert, dass sie das gemacht haben und sehr cool. Also ich weiß es gerade nicht, aber die Level kommen mir anders vor. Und hier muss man auch irgendwie... Ging ja eigentlich ja darum, dass wir Pinguine retten müssen, ne? Bisher habe ich noch keinen einzigen Pinguin gesehen. Ich war jetzt so ein bisschen davon ausgegangen, dass das eigentlich ist wie die Amiga-Version. Dementsprechend ist es ja kein Remaster, sondern ich würde es eher als Remake dann schon deklarieren. Weil wenn die Level ja anders sind... Dann ist es kein Remaster. Ja, das ist doch Mist, Junge. Klingt doch nicht so was. Aber diese Elfen sind dafür da. Ich glaube, die Elfen sind die Pinguine. Ja, herzlichen Dank für den Follow-Teltex. Herzlichen Dank. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Ich würde sagen, in das Auto kann ich bestimmt nicht einsteigen. Meistens nichts Gutes raus. Was mache ich denn? Er beamt mich wieder ganz nach vorne. Ich nehme das Auto mal mit. So, die Viecher, die machen mich platt. Diese Geräusche. Ja, ich finde das cool. Mensch, ich nehme immer den Gifttrank auf. Programm, ja, sind echt gemein. Kann man denn so Gifttränke da verstreuen? Ah, jetzt ist das Exit offen. Sehr schön. Ja, also es ist tatsächlich anders.
Ja, hier sind aber auch diese, ich sag mal, Heuballen. Die waren im zweiten Level auch, ne? Auf dem Amiga. Aber der Levelaufbau ist ganz anders. Aber das ist nicht schlimm. Muss ja nicht genauso sein. Das ist dann, aber wie gesagt, zählt dann eher als Remake und nicht als Remaster. Das ist witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen. Als ich das gespielt habe hier auf der Switch, das erste Mal, habe ich halt auch, das ist ja cool. Ja. Und dann, mir ist das jetzt nur aufgefallen, weil wir eben die Amiga-Version gespielt haben. Ey. Aber der Typ ist so doof, ne? Aber ist natürlich auch eine nette Idee, dass wir hier nicht die Pinguine, sondern die Elfen des Weihnachtsmanns befreien müssen. Quasi alle im Level finden müssen, damit wir ins Exit kommen. Das ist cool. Auch eine schöne Idee. Hat dadurch sogar noch einen etwas weihnachtlicheren Touch. Als die Elfen eben sind, ne? Zeit. Noch eine Zeit. Und Gifttrank. Noch zwei. Noch zwei Elfen. Der zeigt dann auch mal an, wie viele es noch sind. Oh, wie gemein. Oh. Ey, da tippst du einmal kurz aufs Steuerkreuz und dann rutscht er schon weg. Warte mal, ist hier noch was? Mich da hoch? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, okay. Ja, und ein bisschen dieses James Bond-T, also Bond, James Bond-Thema in der Musik so taucht ein bisschen drin auf, ne? Ach, auf diesem Heuballen ist es aber auch anders, der läuft anders. Muss mal aufpassen. Das sind Schweine. Ja, okay, mein Gebiss ist wieder da, ist gut. Schokolade. Einer noch. Was ist das? Ach, das ist ein Speicherpunkt bestimmt. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Hier sind auch noch Gifttränke. Okay. Habe ich aber jetzt aber echt Glück gehabt. Die hätte ich ja alle erwischt. Oh, ein Trampolin. Miau. Oh. Ey.
Da ist er. Da war der letzte. Nee, das wird nichts. Da rutscht man gleich weg. Wie soll man denn da hochkommen? Ah, jetzt. Genau, manchmal können einem die Gegner auch helfen, indem man nicht so da drauf springt. Das ist Exit. Ich will vorher noch die ganzen Sachen aufnehmen hier. Ein Stern war ja meistens ein Energiebalken dazu, ne? Achso, was ist das? Achso, das geht nicht. Hehe. Das war ein Bonuslevel auf Zeit. Stand da eine Zeit? Habe ich nicht gesehen. Ja, also finde ich wirklich gut gelungen, sehr schön gemacht. Vor allem behält das Spiel sein Thema und spielt sich genauso eigentlich wie die Amiga-Fassung. Das ist der Typ am unten am Rand zeigt an, wie viel Leben wir noch haben. In dem Fall nur noch eins. Und das, was er da auf der Hand hat, das sind die Lebensbalken. Das heißt, wenn mich gleich ein Gegner trifft, ist da einer weniger. Hier, guck mal, eine Mickey Maus. Mickey Maus auf dem T-Shirt. Und hier Turtles. Das sind Turtles, oder? Wie süß.
Mann, ich will auf den drauf springen. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist schwierig. Und ein Weihnachtsmann kann man auch einsammeln. Cool. Schade. Spieladen? Achso, der speichert ab, wenn man eins geschafft hat. Ah ja. Das ist doch auch schon mal cool. Okay. Ja, Leute. Das gefällt mir gut. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das hier? Im Vergleich jetzt zum zweiten Teil auf dem Amiga? Ne? Wenn man das jetzt mal so in Vergleich stellt, würdet ihr euch das auch holen? Wäre jetzt zum zweiten Teil natürlich es mag, ne? Genau. Der finde ich nervig hier. Ja. Und es ist sehr stark angelehnt an die Amiga-Version. Man erkennt es, man hört es, man sieht es. Sehr schön. Aber die Levels sind anders. Findet ihr das schlimm? Findet ihr das schlimm, dass das jetzt anders ist als auf dem Amiga? Hattet ihr... Also ich habe ja tatsächlich jetzt damit gerechnet, dass das derselbe Levelaufbau ist. Aber ich hatte das auch schon ewig nicht mehr gespielt auf dem Amiga. Deswegen, als ich das auf der Switch gespielt habe, ist mir das gar nicht aufgefallen so direkt. Leichte Anpassungen. Leicht ist gut. Komplett neues Leveldesign ist, würde ich sagen, ist jetzt schon nicht mehr eine leichte Anpassung. Würde ich jetzt nicht mehr unter leicht einsortieren. Nee, also ich finde es auch nicht schlimm. So nach dem Motto, dass so hätte man das am Amiga auch machen können, ne? So hätte es sein können, hätte der Amiga vielleicht eine höhere Auflösung gehabt und so weiter, ne? Weil wir gerade bei Remastered sind, Sega hat auf dem Games Award einige ihrer Titel neu angekündigt. Golden Eggs, Crazy Taxi, Shinobi und noch ein paar. Ja, ich hab den Trailer auch schon gesehen. Ja. Selbes Spiel in hübscherer Grafik, warum nicht? Würde mir auch gerne 18-Wheeler... aber weiß nicht, ob sie das bringen. 18-Wheeler würde mich auch interessieren. Das habe ich auf der Dreamcast auch gerne gespielt. Und am Automaten habe ich es auch einmal in einer Bowlinghalle in Bonn. War glaube ich Bonn. Da stand der in einer Bowlinghalle.
den, hab ich da mal gespielt, genau. Ist aber dasselbe wie auf der Dreamcast im Endeffekt. Ich hab sie. Hab ihn. Ah, hier unten mal noch Bälle, genau. Ins Exit, ne? Aber oben ist ein Stern. Ich glaube, der ist genau ein Leben. Ein Energiebalken, kein Leben. So. Ja, ich bin gespannt, ob diese Remastered Games dann auch noch für die Switch kommen. Weil eine neue Konsole hole ich mir jetzt an und für sich nicht mehr. Tomb Raider kommt auch als Remastered. Ja, genau. Da habe ich auch schon einen Trailer von gesehen. Das finde ich bei Tomb Raider tatsächlich auch nicht uninteressant. Ich habe es auch bei Turok 2 habe ich mir tatsächlich auch ein Remastered geholt. Und da fand ich das auch echt gut, dass man dasselbe Spiel eigentlich hat, nur in höherer Auflösung. So ist es ja mit Tomb Raider ja im Endeffekt nicht viel anders. Ich glaube, sie haben die Texturen sind anders und sind also ein bisschen angepasst. Aber ansonsten ist es ja dasselbe Spiel. Und also ein bisschen an heutige Gegebenheiten angepasst, aber ansonsten dasselbe. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob ich es mir jetzt kaufen würde, das Remastered. Also ich habe es für die PlayStation und für den Sega Saturn. Und wer natürlich die Gerätschaften nicht hat und die Spiele, für den ist das natürlich super. Ich habe Turok 2 leider nicht für das N64. Sonst hätte ich mir das Remastered auch nicht geholt dafür. Aber was ich auch super finde, ist Metroid Prime also Remastered. Das finde ich auch super, aber das ist auch ein Spiel, ein Langzeitspiel, das würde ich nicht zocken. Das ist halt das Problem. Bin da jetzt auch nicht so der Typ, der so... Ich habe das auf dem GameCube schon Schwierigkeiten gehabt, das zu spielen. Obwohl es fantastisch geil aussieht auf der Switch, das haben sie richtig, richtig gut gemacht und im Vergleich muss man sich das auch mal anschauen, GameCube und danach Remastered. Ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen, wo du es genau sehen kannst, was sie geändert haben. Und so muss ein Remastered sein. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Danke. Ja, also natürlich wird das jetzt... Also so dringend ist es dann auch nicht, ne, dass man jetzt sagen muss, okay, ich brauche das jetzt so, will das sofort haben, ich will das unbedingt im Vollpreis, jetzt mir scheißegal, was es kostet.
wenn man natürlich jetzt der totale Fan ist, wenn ich noch an meinen Opa denke, der hat alle Tomb Raider Spiele auch gezockt, soweit wie er noch konnte. Und der hat Tomb Raider geliebt. Und ich glaube, der hätte da auch sofort zugegriffen, vielleicht bei diesen Remastered Versionen. €29 sehe ich gerade für Tomb Raider 1 bis 3. Ist das in diesem Tomb Raider Remastered, ist das Tomb Raider 1 bis 3 in diesem Pack? Dann ist das eigentlich nicht so teuer, ne? Also prinzipiell für drei Spiele. Das ist doch okay. Ja, drei Spiele drin, ja, dann ist das doch einen für sich. Geht das eigentlich, ne? Was mich nur... Ja, ich hätte halt gehofft, dass es optisch noch ein bisschen mehr aufwerten. Du gehst mir auf den Keks. Und Hotdog. Ich finde das cool, was man hier alles einsammeln kann, ne? Die ganzen kleinen... Käse, dann hast du kleine Püppchen und Kesselchen und Bonbons und das ist so schön quietschebunt. Das wird auch nicht. Toll. Der Sack. Wie kommt man denn da hoch? Gar nicht, ne? Walljump geht nicht. Diskette, eine Diskette konnte man einsammeln. Ey, die mussten extra Grafiker einstellen, ne? Nur für die ganzen kleinen Dinge, die man hier einsammeln kann. Der war da schon ein Jahr mit beschäftigt. Echt sehr abwechslungsreich. Nein, ich habe nur noch ein Leben. Komm, ich will wenigstens diese Welt schaffen. Muss doch irgendwie gehen. Hier ist bestimmt auch einer versteckt. Ein Elf, den ich retten muss. Oh, das ist ja echt schwierig. Okay, also da gehe ich besser nicht lang. Oh nein. Ach, Leute. Ja, ich finde es mega. Ich habe es nicht bereut, es gekauft zu haben. Ja, ich habe hier im Kanal auch schon mal gezeigt, in der Sendung, ich glaube, Gott war es. Von den Bitmap Brothers fand ich auch super. Da ist es sogar so, dass du da wechseln kannst zwischen Original Amiga Fassung und einer überarbeiteten Remaster oder vielleicht nicht sogar, ja, wie ist das, wenn du die Grafik komplett neu hast, aber richtig neu, gar nicht mal mehr gepixelt, sondern gerendert. In dem Falle war die ganze Figur gerendert aus dem 3D Programm. So, wenn du das so änderst und das Spiel ist aber gleich, ist trotzdem ein Remaster, ne? Levelaufbau ist alles gleich. Zulegen werde ich es mir wohl, aber kommt halt auf den Preis an. Könnte Lara ja daddeln. Playsies stehen bereit. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, ich bin jetzt bei Tomb Raider tatsächlich auch nicht so krass hinterher, dass ich jetzt sage, ich bräuchte jetzt ein Remaster davon. Ich meine, das sei ja auch auf der PlayStation und so, so war es halt. Und wenn man das nochmal spielen will, ich könnte es tun, ja.
Ja, ich habe das Video gesehen von dem Remaster. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es etwas... vielleicht noch etwas hinzufügen zur Grafik. Aber nur die Texturen, also nur in Anführungsstrichen, nur die Texturen also ja, neu zeichnen. Und in der Auflösung erhöhen. Was gibt doch schon ein Remaster? Wovon gibt es schon ein Remaster? Von Tomb Raider. Gibt schon eins? Weiß ich nicht. Also ich habe bisher... also Nintendo hatte... 1, 2 und 3. Also Nintendo hatte letztens im eShop keine Demo, sondern eine News gepostet. Und da konnte man sich das Video anschauen, dass sie das, ich glaube, jetzt zu Weihnachten rausbringen. Ich glaube, das ist das, was Devil Inside gemeint hat. Dass er sich überlegt, dieses Remaster zu holen, ja. Richtig, darum geht es. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, das war mal wieder schön hier. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich auf jeden Fall, und ich war auch schön, die alten Amiga-Fassungen nochmal zu sehen von James Pond und die Aquatic Games. Ja, kommt erst im Februar. Okay. Ja. Jetzt werde ich tatsächlich das auf der Switch auch nochmal weiterspielen. Also jetzt, das fixt mich jetzt schon ein bisschen an, ne? Die Elfen dazu finden, ne? Ja. Den direkten Vergleich mal sehen zu können, ja. Ja. Ich muss das mal mit Gods machen. Gods von den Bitmap Brothers kennt ihr ja sicher auch. Und wie gesagt, die Remaster-Fassung, ich hab das hier im Stream schon mal gezeigt, glaube ich, aber das ist ewig her. Ja. Nun gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, für mich ist das jetzt, glaube ich, dieses Jahr der letzte Stream. So einmal im Monat streamen ist mir, glaube ich, im Moment tatsächlich lieber. Schaffe ich besser. Und nochmal vor Weihnachten streamen. Nein, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich wünsche euch natürlich auch ein frohes Fest. Ja. Und einen guten Rutsch, und dann sehen wir uns dann im neuen Jahr, und wünsche euch eine schöne Feier, schöne Tage, kommt gut rein, lasst euch reich beschenken, bleibt gesund vor allen Dingen, ja. Ich kämpfe noch mit ein bisschen, ja, grippalen Infekten, ja. Genau, also macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten, und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Also macht's gut, bis bald, ciao.